So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr wisst, wenn ihr diese Leitsordner seht, dann ist mein Lieblingsmagazin wieder da. Und zwar Bau dein Millennium, Falke. Und das hier ist ja der fünfte und letzte Leitsordner. Den muss ich ab nächsten Mittwoch ja benutzen. Und warum? Weil wir jetzt bei Heft Nr. 80 sind. Das bedeutet, 4 Leitsordner voll und die letzten 20 werde ich dann in Leitsordner 5 hineintun müssen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, schauen wir jetzt rein, was Heft Nummer 80 uns alles bringt. Vor allen Dingen, was für ein Bastelspaß. Das Bauteile-Tütchen, kommen wir gleich näher zu. Ihr kennt ja meine Videos. Und das Heft Nummer 80. Und ihr wisst ja, am Anfang blättern wir immer erst in das Magazin drin herum. Weil es ist ja wirklich sehr gut gemacht. Letzte Mal waren ja mehr Bauseiten, weil sehr viel zu kleben war. Diesmal wohl weniger. Ihr seht schon, wir sind schon auf Seite 7 und immer noch nichts von der Bauanleitung. Aber jetzt kommt's. Die Bauteile, die in das Heftchen sind. Und es geht weiterhin zum Kleben an unseren Flügel. Und Flügel Nummer 2 dürfen wir zusammenschrauben. Flügel 2 tun wir schon die erste Haut einpacken. Und ja, das erste Modell wird zusammengesetzt. Die Plastikstücke werden zusammengesetzt. Oh doch, es ist jede Menge zum Kleben, Schrauben und Basteln dabei. Aber jetzt kommen wir erstmal zu das Tütchen Nummer 80. Ob doch alles drin ist und vor allen Dingen richtig ist. Also da haben wir einmal die 2 Plastikschalen. Klebespaß, einmal Außenhaut, brauchen wir nicht, ein Tütchen mit 4 Verbinder oder Doppelverbinder und 2 Stückchen Aluminiumrahmen. Das sind also alle Bauteile von Heft Nummer 80. Wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal zusammenbauen. Wenn was zu vereinfachen ist, werde ich mich natürlich eher wieder melden. Ansonsten bis gleich. So, und das war jetzt der Bauspaß nach Beendigung von Heft Nummer 80. 3-mal Aluminiumrahmen zusammengeschraubt, 1-mal Außenhaut festgeschraubt oder dran geschraubt, ganz wie ihr es sehen wollt. Dann wieder ein paar kleine Rohre auf unseren Flügel oder ersten Flügel draufgeklebt. Also ich muss sagen, es macht immer mehr Spaß, es anzusehen, weil die Details, die kommen dadurch richtig schön raus. Erst habe ich mich ja geärgert, weil sie so klein sind, aber jetzt, wenn man das Ganze sieht, passt perfekt. Und einmal ein Ständerwerk für unsere Flügel. Das war jetzt alles in Heft 80 drin. Stelle ich es mal eben so zusammen, wie es sein soll und sage deshalb nochmal bis gleich. Und so laut Heft sollte es dann aussehen. Es stimmt auch, diese Plastikfüße hier drunter, dass die Flügel eben aufliegen. Der erste Flügel, den wir komplett zusammengebaut haben, wird natürlich hier festgeschraubt. Ich kann es in meinem Fall jetzt nicht machen, weil ich brauche den Platz immer für andere Videos. Muss ich also immer hin und her schleppen. Da habe ich dann Angst, dass hier die Schrauben oder die Flügel abbrechen, weil der ist ja doch ziemlich schwer. Deswegen habe ich es jetzt nicht verschraubt.
Aber so sollte es dann auf jeden Fall aussehen. Laut Bild und Beschreibung von Heft Nr. 80. Also wie gesagt, ich werde es erst ganz zuletzt anschrauben, wenn es nicht mehr anders geht. Aber jetzt brauche ich immer den Platz, um es hin und her zu bewegen. Und deswegen habe ich Angst, hier vorne irgendwas an den Flügel abzubrechen, wenn ich es immer wieder wegstellen muss. Aber so, man sieht schon richtig die Größe an. Es macht richtig Spaß, immer mehr darauf zu gucken, hinzugucken, ganz wie ihr es sehen wollt. Also, ich freue mich jetzt natürlich wieder auf Mittwoch. Da kommt Heft Nummer 81 raus und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.